stehst vor deinem Ex-Partner oder deiner Ex-Partnerin, es kommt wieder zu Kontakt und du bist, hast ein großes Grinsen im Gesicht, du bist glücklich, du bist unabhängig, du bist frei. Du liebst den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin noch immer, aber du bist einfach nicht mehr abhängig von ihm oder ihr. Du hast auch keine Erwartungen. Vielleicht wird was, vielleicht wird es nichts. Mal gucken, einfach mal schauen, wie es läuft. Und bist vor allem glücklich mit dir selbst in deinem Leben gerade. Das ist ein emotionaler Zustand, der für die gesamte Rückeroberung ganz wichtig ist. Wenn du dieses Tool zusätzlich nutzt, diesen Zustand zu erreichen, zu haben, einzusetzen, dann hast du sehr große Chancen oder sagen wir mal so zumindest viel, viel größere Chancen. Am Ende sieht er oder sie vor sich einen unabhängigen, selbstbewussten Menschen, geht auf diese Weise in den Kontakt, der fast schon dem ähnelt, wie auch dein emotionaler Zustand in gewisser Weise war, als ihr euch das erste Mal getroffen und kennengelernt habt. Und jetzt stell dir mal die Frage, wie würdest du dich denn genau jetzt fühlen, wenn du jetzt vor dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin auf einmal stehen würdest? Du würdest jetzt direkt vor ihm oder ihr stehen. Ihr würdet ins Gespräch kommen und ihr würdet kommunizieren. Wärst du dann in genau diesem emotionalen Zustand oder wärst du nicht in diesem emotionalen Zustand? Oder wärst du in einem Zustand von Verlustangst, von Angst vor Abweisung, hinterherrennen, Angst nicht gut genug zu sein, Enttäuschung, unglücklich sein, Eifersucht, Streit, negative Gefühle, Wut und so weiter? Und jetzt überleg dir ganz genau, welcher dieser beiden emotionalen Zustände, die ich beschrieben habe, den ganz zu Anfang und den gerade eben, hätte einfach die meisten Pluspunkte bei der Rückeroberung. Ich denke, es ist relativ eindeutig, dass der zweite Zustand, den ich beschrieben hätte, die deutlich schlechteren Chancen hätte. Wieso und warum es so ist, kann ich jetzt nicht beantworten, weil deine Situation sehr individuell sein wird. Mach deswegen auch wirklich den Test unten aus der Videobeschreibung, füll den Fragebogen aus, schicke mir zu. In der Folge bekommst du von mir dann ein Coaching, das wirklich eins zu eins auf dich zugeschnitten ist und hast eine ganz tolle Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu kommen, damit ich dir in deiner Situation bestmöglich weiterhelfen kann. Wir müssen also versuchen, einen emotionalen Zustand von einer starken inneren Befreiung zu erreichen, auch Befreiung vom Ex-Partner, der Ex-Partnerin, ohne dass du ihn oder sie vergisst, eher Befreiung von Mustern, vielleicht auch aus dem inneren Kind oder anderen Themen, damit du diesen Zustand wirklich erreichen kannst im Kontakt, diesen Zustand des Glücklichseins, des Zufriedenseins mit dir selbst, mit dir ganz alleine, ohne Ex-Partner, ohne Ex-Partnerin, sonst funktioniert es nicht, der Unabhängigkeit, dessen, was du brauchst in deinem Leben, um eben dich glücklich zu fühlen. Man kann fast schon sagen, dass dieser Zustand eine Art ganz wichtige Grundvoraussetzung ist, um die Rückeroberung zu meistern. Ich werde dir jetzt genau sagen, wie du es schaffen kannst, diesen emotionalen Zustand auch wirklich zu erreichen. Der erste Schritt ist, dass du dir absolut bewusst werden musst und auch bewusst machen musst, dass dieser emotionale Zustand deine Chancen einfach astronomisch nach oben boostet. Ich sage nicht, dass das 100% klappt, weil ich will keine falsche Versprechung machen, sowas gibt es nicht. Aber deine Chancen steigen astronomisch, wenn du es schaffst, dich in diesem Zustand emotional dem Ex-Partner, Ex-Partnerin gegenüber zu bewegen, ihm oder ihr gegenüber in diesem Zustand zu sein. Ich wiederhole es nochmal, stell es dir wirklich vor, ihr beide trefft euch, ihr geht in Kontakt, vielleicht auf euren Telefonat gehabt, was auch immer. Du bist frei, du bist glücklich mit dir, du bist unabhängig, du bist selbstbewusster, du bist auch vielleicht leidenschaftlicher, lebendiger, zufriedener. Du bist komplett im Herzen und du strahlst das aus und du überträgst das einfach auch auf ihn oder sie. Ein Zustand, wo einfach diese Vergangenheit, die zwischen euch passiert ist, nicht mehr relevant ist, weil du glücklich bist, wie du gerade bist. Du bist gerade glücklich mit dir und deinem Leben ganz genauso, wie es ist. Würde dich der Ex-Partner, die Ex-Partnerin abweisen, wäre das für dich kein Problem. Würde er oder sie dich verlassen, wäre das für dich kein Problem. Würde er oder sie vielleicht sogar eine neue Beziehung haben, könntest du damit leben. Und das, obwohl du den Ex-Partner bzw. die Ex-Partnerin noch immer liebst und immer Gefühle hast. Du sozusagen befreit bist von diesem inneren Antrieb, ihn oder sie unbedingt wieder bei dir haben zu müssen. Indem sozusagen alle die Themen aufgelöst sind, die den Leidensdruck in dir auslösen, den du gerade verspürst. Leidensdruck im Sinne,
dass du Liebeskummer hast, dass du ihn und dass sie unbedingt zurück möchtest und unbedingt bei dir haben möchtest. Und dass der Liebeskummer vielleicht noch da ist, aber dieses unbedingt ist nicht mehr das, was so ganz stark arbeitet. Denn es gibt immer zwei Möglichkeiten, wie wir lieben können. Das ist einmal die Liebe aus dem Herzen und das ist auch die Liebe aus dem inneren Kind. Das ist die Liebe aus der Angst, aus dem Ego und so weiter. Und diesen Zustand, den ich beschreibe, den kannst du erreichen und da hast du wirklich die besten Pluspunkte für deine Rückeroberung, indem du ihn oder sie liebst und in die Rückeroberung gehst, nicht aus diesem inneren Kind Motor, sag ich mal, sondern wirklich aus dem Herzen heraus. Wir brauchen sozusagen einen Zustand des Herzens, in dem du dich befindest, frei von der Angst. Angst zum Beispiel, Angst, ihn oder sie zu verlieren, Angst, nicht gut genug zu sein, Angst, nicht geliebt zu werden. Das sind ja alles Zustände. Dieser Zustand darf nicht mehr der Motor sein deiner Rückeroberung, weil da passieren die schlimmsten Fehler. Der Zustand muss sein, Liebe, ja, du sollst ihn ja oder sie ja nicht vergessen, darum geht es nicht, aber auch Herz. Herz lässt eben auch los. Herz hat kein Problem, das Herz kann lieben und gleichzeitig ergehen lassen, ohne darunter zu sehr zu leiden. Das innere Kind ist süchtig und muss haben, um eben nicht zu leiden. Und versuch also zu lernen, aus dem Herzen zu lieben und nicht mehr aus der Angst. Und aus diesem Prozess der Wahrnehmung dann auch in die Rückeroberung zu gehen. Erst wenn du das transformierst, kannst du die Möglichkeit darauf haben, wenn es später zu Kontakt kommt, eben in einen Kontakt zu gehen, der genauso ist, wie ich es vorhin beschrieben habe. Du bist glücklich, du bist unabhängig, du liebst ihn oder sie immer noch, du brauchst ihn oder sie aber nicht. Du kannst auch Nein sagen, er oder sie kann dich auch abweisen und es tut dir nicht weh. Du kannst trotzdem noch glücklich mit ihm oder ihr sein. Ein Grundzustand, der ähnlich war, als ihr euch frisch kennengelernt habt. Und das ist im Grunde genommen auch ein Herzenszustand, denn das sind alles Attribute, die wir unserem Herzen sozusagen zuschreiben können. Wenn wir für eine Rückeroberung transformieren, dann transformieren wir also vor allem und in allererster Linie mit dem Herz, über das Herz, durch das Herz. Wir gucken also, was ist nicht Herz, was ist nicht Liebe, was ist Illusion, was ist inneres Kind, was ist vielleicht Verlustangst oder ähnliches und was von all dem, was ich da fühle für den Ex-Partner, Ex-Partnerin, ist überhaupt Herz. Und dann schauen wir alles, was nicht Herz ist und versuchen all das eben ins Herz zu bringen. Mit Herz meine ich nicht, dass du jetzt immer lieb bist, zu allem Ja sagst und der Nette bist und ihm oder ihr den roten Teppich ausrollst. Das hat mit Herz nichts zu tun. Herz heißt unabhängig sein, glücklich sein, zufrieden sein, für sich einstehen können, eben nicht wie im inneren Kind auf alles reagieren, in Streits mal wieder auslösen oder eben aus dem Ego handeln. Herz heißt das Ego haben, es akzeptieren, es lieben, aber die Kontrolle liegt hier drinne. Und dort ist tatsächlich auch die größte Kraft für eine Rückeroberung. Wenn du vom Ex-Partner, der Ex-Partnerin zum Beispiel nicht mehr getriggert werden kannst, weil er oder sie zum Beispiel toxisch war, im Herz bist und dadurch in eine ganz andere Wahrnehmung kommst, in der Kommunikation, ist auch die Chance schon da viel höher, dass eine gute Kommunikation entstehen, ich sage bewusst, kann, je nach Situation. Eben weil dich der toxische oder die toxische Ex einfach nicht mehr triggern kann und dadurch nicht mehr toxisch für dich ist. Das heißt natürlich nicht, dass du ihn oder sie jetzt weiterhin zulässt, wenn da eben starke toxische Tendenzen sind. Das heißt aber vor allem, dass du rauskommst aus dieser Manipulationsschiene, aus dieser Co-Abhängigkeit oder Ähnlichem. Und natürlich war das gerade einfach nur ein Beispiel gewesen. Herz heißt auch, dass du herzlichst darüber lachen kannst, wenn der Ex-Partner, die Ex-Partnerin beispielsweise irgendetwas sagt, was dich in deiner Verlustangst triggerst, anstatt dass du in diesem Moment ganz enttäuscht bist und in dich zusammensackst und der Kontakt und das Treffen eben sich im Sande verläuft oder einfach nicht mehr gut und lebendig anfühlt. Stattdessen kannst du drüber lachen und ihr beide kommt auf eine Ebene kommunikativ, die viel intensiver und schöner ist, wo ganz viel Teamgefühl dabei ist. Und aus dieser Ebene heraus kann eben eine Gemeinschaftlichkeit wachsen, die wieder zulassen kann, dass wieder Anziehung zwischen euch entstehen kann. Denn im Herzen, da bist du glücklich und vielleicht kennst du das, so wie du dich fühlst in der Kommunikation mit anderen Menschen, so reagieren auch diese Menschen auf dich. Wenn du überglücklich bist und lachst und Freude hast, dann reagieren die Menschen um dich herum auf genau diese Art und Weise. Und das wird bei dem Ex-Partner bzw. Ex-Partnerin auch nicht anders sein.
Und auf dieser Grundlage ist eben möglich, dass eine sehr herzvolle Begegnung geschaffen werden kann, auf deren Basis ihr beide sozusagen einen gegenseitigen Beweis erbringt oder aufbaut oder lebt dafür, dass die Beziehung zwischen euch beiden doch eigentlich gut ist. Denn wie könnte das funktionieren, auch nur ansatzweise funktionieren, wenn alles, was jetzt an Kontakt entsteht, weiterhin auf dieser Ebene passiert, auf der auch die Trennung auseinandergegangen ist? Vielleicht eine Verlustangst in Streitigkeiten, gegenseitig toxischem Verhalten oder ähnlichem. Die Anziehung entsteht dort, wo sich etwas gut anfühlt und richtig anfühlt. Und bist du in diesem Herzen angekommen, in dieser Unabhängigkeit, die damit einhergeht, schaffst du einen Raum, in den auch der Ex oder die Ex eintreten kann. Und dort ist wieder Begegnung zwischen euch beiden möglich, die sich eben auf beiden Seiten richtig gut anfühlt. Und dann gilt es zum Schluss nur noch auf eins zu achten, und das wird dir dann auch nicht mehr schwer fallen, sobald du eben in dieses Herz gewachsen bist, es auch zu schützen. Erst wenn du den Wert erkennst deines Herzens, dass du mit diesem Herzen auch ganz alleine in Fülle sein kannst, glücklich sein kannst, zufrieden sein kannst, unabhängig sein kannst, bist du auch überhaupt erst in der Lage, dich eben vor toxischen Menschen zu schützen. Weil es dann auch das wert ist, denn du hast etwas, das dich viel glücklicher macht, als mit diesem toxischen Menschen Zeit zu verbringen. Eine Bindung, die nicht an Ängste und Abhängigkeiten gekoppelt ist, sondern eine Bindung zu dir selbst, die an Zufriedenheit, Glück, Leidenschaft, Erfolg, Unabhängigkeit und ein Leben gebunden ist, das dich wirklich erfüllt, ohne Ex-Partner, ohne Ex-Partnerin. Und aus dieser Kraft heraus, aus dieser Wahrnehmung heraus, solltest du dann alle Entscheidungen treffen, die für deine Rückeroberung relevant sind. Das heißt also, Transformation ins Herz ist ein ganz wichtiger Schlüssel für Rückeroberung, ganz egal, was die Hintergrundgeschichte ist, ganz egal, was die Trennungsursache ist. Die Frage ist natürlich nun, wie kann ich ins Herz transformieren? Wie kann ich diesen Zustand jetzt tatsächlich erreichen? Also einen emotionalen Zustand, wenn es zu einer Begegnung mit dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin kommt, indem ich glücklich bin, unabhängig bin, zufrieden bin, viel lache, leidenschaftlich bin, erfolgreich bin und einfach wirklich aus dem Herzen zufrieden bin. Ganz einfach, indem alles, was nicht Herz ist, ins Herz transformiert wird. Und das nicht, um den Ex oder die Ex zurückzubekommen, zu beeindrucken oder irgendetwas anderes, sondern aus nur einem Grund. Aus auch dem Grund, warum du ihn oder sie zurück möchtest. Für dich, um glücklich zu sein. Du tust also das, was am wichtigsten ist. Du tust, was du tust, für dich, um für dich glücklich zu sein. Wenn du wütend bist, zum Beispiel, dann sei nicht wütend, sondern geh ganz bewusst in die Vergebung. Ich sage nicht, dass du ihn oder sie vergessen sollst. Gerade wenn das Gegenüber toxisch ist, ist Vergessen eine schlechte Idee. Doch zumindest ist es sinnvoll, wirklich sich mit dem Thema Vergebung auseinanderzusetzen. Denn wenn du diesen emotionalen Zustand im Herzen halten möchtest und auch erreichen möchtest, müssen diese negativen Mauern zwischen euch logischerweise weg. Wenn da noch Wut ist statt Vergebung und es kommt zu Kontakt, dann wird diese Wut irgendwo im Kontakt durchsickern. Deswegen Vergebung ist ganz, ganz wichtig. Am besten immer in den Momenten, in denen du die Wut fühlst, viel mit der Vergebung arbeiten durch Bewusstheit. Schau dir Themen zur Persönlichkeitsentwicklung an, mit Schwerpunkt auf innere Kindheilung. Ich habe einen ganzen Bereich hier gemacht, wo eben diese Themen angesprochen werden. Geh da wirklich durch, schau dir das an und verinnerliche das, weil Liebe aus dem inneren Kind fühlt sich unglaublich echt an, ist aber keine Liebe aus dem Herzen. Es ist meistens immer etwas Toxisches dabei. Anhänglichkeit, Verlust, Angst, Kontrollwahn, Kritikunfähigkeit, Selbstwertprobleme und so weiter. Und das zerstört wahnsinnig viel in Rückeroberung. Ich sehe es halt jeden Tag. Und da hilft nur eins, eben am inneren Kind zu arbeiten, damit zu arbeiten und diese Traumata und diese Themen, die dahinter liegen, wirklich aufzulösen und zu transformieren. Wie das funktioniert, möchte ich jetzt nicht näher erklären. Guck einfach auf den Playlists, die ich habe. Da findest du irgendwo eine Playlist zum Thema innere Kindheilung. Da erkläre ich dir ganz genau, wie du eben da an diesen Themen arbeiten kannst. Das Wichtigste ist die Transformation in das Glück, in der Unabhängigkeit. Die Trennung spiegelt dir gerade sehr viel Schmerz und dieser Schmerz ist nicht nur der Liebeskummer, das sind auch viele Themen, die in dir arbeiten. Vielleicht, ich bin nicht gut genug oder ich werde abgewiesen oder ich werde nicht geliebt oder ich verliere jemanden und so weiter.
Und damit du in diesem Herzenszustand sein kannst, natürlich der erste Gedanke, oh, ich hole mir den Ex oder die Ex zurück, damit ich eben jetzt diesen emotionalen Zustand für mich des Glücklichseins wieder haben kann. Wir brauchen aber dieses unabhängige Glück, dass du vor dem Ex-Partner, der Ex-Partnerin angstfrei ausleben kannst. Und da an diesem Punkt ist es ganz, ganz wichtig, dass du es lernst und schaffst, in diesem Schmerz ganz mit dir alleine, ganz unabhängig vom Ex-Partner, der Ex-Partnerin wirklich glücklich zu sein. Nicht nur im Kopf, du musst dieses Glück fühlen. Du kannst das Muster des Unglücklichseins nur dann überschreiben in dir, wenn du das Glücklichsein auch wirklich fühlst, weil wir lernen sehr viel, was hier oben passiert, immer über das Gefühl. Bist du beispielsweise unglücklich, ja, willst aber den emotionalen Zustand, den ich beschrieben habe, erreichen, weil du weißt, wenn es zu Kontakt kommt, ist das ganz wichtig, um mehr Anziehung aufzubauen, aber vor allem ist es für mich persönlich ganz, ganz wichtig. Kannst es aber nicht, weil du noch komplett in der Abhängigkeit bist. Bist alleine zu Hause und diese Einsamkeit zerfrisst dich gerade, weil du ganz alleine bist und verstärkt dein Liebeskummer immens. Dann musst du jetzt, wo du dieses Gefühl hast, ja, was vielleicht irgendwo im inneren Kind den Ursprung hat oder anderswo, lernen, dich genau in diesem Moment extrem glücklich zu fühlen. So lange musst du halt mit vielen Willenskraft haben. Und Willenskraft ist da ganz, ganz wichtig. So lange, bis du dieses Glück auch wirklich in dir fühlst. So lange. Erst wenn du es fühlst, ist dieser Transformationsprozess, der immer dann, wenn ein negatives Gefühl in dir ist, aufkommt, abgeschlossen. Das machst du ganz oft, immer bewusst und bewusst vom negativen Gefühl ins positive Gefühl reinzugehen, bis dieser bewusste Prozess, der immer wiederholt wird, immer wiederholt wird, ein unbewusster Prozess wird. Das heißt, wenn du dich dann negativ fühlst, irgendwas spiegelt dir die Trennung, wo Negativität ist, irgendein Ungenügend in dir oder was Ähnliches, fühlst du dich dann genau in diesem Trigger, in diesem Auslöser, durch dieses ewige Wiederholen positiv. Es ist wie, also es ist erst ein bewusster Prozess, der irgendwann unbewusst wird und so ähnlich wie, keine Ahnung, wenn wir Tennis spielen, wir fangen an zu spielen, wir wissen überhaupt nicht, wie es funktioniert. Und irgendwann machen wir ganz viel Bewegung und sowas, ganz automatisch, ohne daran zu denken. Und genauso automatisch wirst du dann irgendwann in diesem Negativgefühl, ohne dass du dafür den Ex-Partner, die Ex-Partnerin ranholen musst, dich positiv fühlen, weil du das einfach trainiert hast, bis das Unterbewusstsein das eben abgespeichert hat. Und so lernst du ein Muster, das dafür sorgt, dass du trotz Unglücklichsein auf einmal glücklich sein kannst, ganz ohne Ex-Partner, ohne Ex-Partnerin. Und ansonsten schaust du einfach, was dich in dem Leben erfüllt, was du brauchst, was wichtig ist, unabhängig vom Ex-Partner, der Ex-Partnerin, wo du noch unglücklich hast, wo noch Baustellen sind und begibst dich auf die Suche danach, das zu lösen und versuchst dabei möglichst immer zu fokussiert sein auf das, was das Herz braucht und in dir sagt. Bist du in deiner Arbeit im Herzen? Bist du mit deinen Freunden im Herzen? Bist du im Alltag im Herzen? Bist du in deiner Freizeit im Herzen und so weiter. Du kannst das Ganze immer weiter spinnen und je weiter du reinwächst und dort an genau diesem Punkt an dir arbeitest, desto höher ist dann auch die Chance, dass du eben genau diesen emotionalen Zustand erreichen kannst, den ich dir im ersten beschrieben habe. Wahres Glück, das unabhängig ist vom Ex-Partner oder der Ex-Partnerin, das nur dir gehört, dass du in deinem Leben unabhängig von Beziehung leben kannst, sein kannst und haben kannst. Und der oder die Ex ist, wenn es sich ergeben sollte, in einer Rückeroberung, eben ein Quäntchen mehr Glück zu diesem existierenden Glück. Und du schaffst viel bessere Voraussetzungen für deine Rückeroberung, als würdest du das nicht tun. Und diese Unabhängigkeit beziehen wir vor allem aus dem Herzen. Denn am Ende tun wir alles, um irgendwo glücklich zu sein. Und glücklich ist eben ein Zustand des Herzens. Ich rede nicht von befriedigt sein oder zufrieden sein, ich rede von glücklich sein. Und kommt es dann eben zur Begegnung und zum Kontakt und du hast dieses unabhängige Glücklichsein tatsächlich schon gelernt in deinem Leben, kultiviert und auch transformiert, was natürlich nicht von heute auf morgen passiert. So wirst du ihn oder sie weniger brauchen. Du wirst weniger abhängig sein. Ihr werdet eine viel unbeschwertere, unabhängige, glücklichere Zeit haben. Und koabhängige Tendenzen sind viel schneller aufgelöst. Und eben schädliche Dinge wie hinterherrennen, nicht in seiner Mitte sein können, Liebessucht oder andere
bindungsängstliche Themen oder auch bindungsängstliche Themen, was auch immer, da gibt es ja ganz viele Dinge, die da auf jeden individuell zutreffen können, sind nicht mehr in der Kontrolle. Du bist sprichwörtlich frei, im Herzen frei und bei dir. Sozusagen angekommen, zu Hause, ohne dass du irgendjemanden brauchst, der mit dir dort zu Hause ist. Und die Anziehung ist danach natürlich viel, viel höher. Natürlich kann ich das nicht versprechen, logischerweise, aber in den meisten Fällen, in meinen Coachings habe ich gesehen, dass das unglaublich viel ausmacht, wenn man diesen Weg der Transformation und Persönlichkeitsentwicklung geht. Genau, insofern hoffe ich, ich konnte dir gute Impulse mitgeben. Lass mir gerne ein Abo da, wenn du möchtest. Du kannst mir auch gerne einen Kommentar hinterlassen, mach auch den Test, schicke mir zu, dann kann ich dir auch nochmal weiterhelfen und dann bis später. Ciao.